Der Herr sagt, die Propheten sind ausgesandt und die Kirchen gerichtet. Das Ende ist nahe. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Dies halte ich gegen dich. Du akzeptierst dieses Wort nicht. 17. Oktober 2005 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für einen Bruder in Christus und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, euer Gott. Mein Sohn, dir fehlt das Verständnis, was meine Aufgabe für Timothy ist und warum ich ihn zu dir gesandt habe. Ich habe ihn hinausgesandt unter die Menschen und die Kirchen, mein Wort und meine Botschaft mit sich bringend. Er trägt meine Warnung und du hörst nicht zu. Ja, ich habe ihn zu einem Mann gesandt, der mir auch dienen könnte, wie Timothy mir dient. Ihr seid beide Lichter unter den Menschen, zwei Lichter, die für mich leuchten sollen. Einer von außen hinein leuchtend und der andere aus dem Innern leuchtend. Beide Licht ausbreitend über die Finsternis in den Menschen und das überbringend, was der Herr von allen verlangt, die in meinem Namen zusammenkommen, dass sie herauskommen, um den Herrn zu treffen und dann abgesondert zu bleiben. Vermisch nicht die Traditionen der Menschen mit der Wahrheit meines Wortes. Ich, der Herr, euer Gott, habe allen befohlen, und zwar überall, Buße zu tun und zu mir zu kommen im Namen des Messias und mir eine Kirche zu bauen, eine Kirche aus Menschen, nicht von Menschen. Eine Kirche, alle zusammen in dem Messias, ein Gott, ein Sohn, eine Kirche, ein Name, der einzige Name, der gegeben ist, durch welchen ihr errettet sein müsst. Mein Sohn, du bist nahe zu mir gekommen und du bist nicht mehr weit entfernt von dem Königreich. Doch dies halte ich gegen dich. Du akzeptierst dieses Wort nicht, welches dir überbracht wurde. Ich habe dir einen Propheten gesandt, der noch nicht ganz reif ist. Er weiß nur das, was ihm gegeben und dir offenbart wurde. Den Boten anzuzweifeln bedeutet, ihn anzuzweifeln, der ihn zu dir gesandt hat. Hat Gott aufgehört zu sprechen und kann sein Wort nur in seinem Buch, welches ihr Bibel nennt, gefunden werden? Nicht so, mein Sohn. Du hast meine Stimme auch gehört und es geglaubt. Dieses Zeitalter ist zu Ende. Soll ich stille bleiben? Wer soll mein Kommen ankündigen? Wer bereitet den Weg vor für den Heiligen von Israel? Gott, die Engel und die erwählten Menschensöhne. Timothy bereitet den Weg und seinesgleichen. Nun denn, ihr Kirchen des Ungehorsams, die Zeit für euer Urteil ist gekommen, in Vorbereitung für euren Ehemann. Seine Braut muss gereinigt und von der Welt und den Menschen getrennt werden. Ihre Ehebrüche müssen aufhören. Das sagt der Messias, den ihr Christus nennt. In der Tat wünsche ich mir, dass meine Leute zusammenkommen und mich anbeten, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da bin ich unter ihnen. Zu den Kirchen dieser täuschenden Zeit sage ich, ihr werdet alle fallen. Ich wohne nicht in Tempeln, die von Händen erbaut wurden. Ich wohne in den Menschen und ihr sollt in mir wohnen. In diesen Kirchen der Menschen, die von Menschenhänden erbaut wurden, habt ihr euch selbst voneinander getrennt. Und dadurch habt ihr euch von mir getrennt. Wohin sind meine Apostel gegangen? Und wo sind sie geblieben und haben mich angebetet?
Sie gingen von Haus zu Haus, von Feld zu Feld, von Straße zu Straße, von Meer zu Meer und jetzt von Land zu Land. Wo auch immer ihr meinen Namen anruft, da bin ich auch. Mein Sohn, warum kämpfst du gegen den Herrn? Schau an meinem Diener vorbei, wenn du es so willst, und lies alles, was er geschrieben hat, und dann wirst du erkennen, wessen Worte es sind und warum ich sie geschrieben habe. Versuche mich nicht länger und trete in meine Fülle ein. Die Propheten sind ausgesandt, die Kirchen gerichtet. Das Ende ist nahe. Die Ernte ist getrennt, die Braut gereinigt, alle Mauern niedergerissen. Nur der Herr bleibt, und in ihm sollen alle Zuflucht finden. Amen.